von Frau Hasselmann angesprochene Dr. Baumann. Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass dieser Vorgang, dieses Anpassungsverfahren der Diätenerhöhung am Montagabend, Montagnacht im Grunde, in die IPGF-Sitzung reinkam, völlig unvorbereitet, und zwar mit der Maßgabe... Moment, es ist Dr. Baumann dran. Wir dürfen ja auch reden, oder, verehrte Kollegen? Sie jetzt hat Dr. Baumann das Wort. Dann habe ich nachgefragt, warum denn so kurzfristig, wie ist denn das möglich, so eine wichtige Sache mitten in der Nacht am Tag vor der nächsten Bundestagssitzung? Wie ist denn sowas möglich? Und da wurde geantwortet, es sei sozusagen übersehen worden, dass man das ganz schnell anpassen müsste, weil sonst die Fristigkeit verfiele und deswegen müsste das reingenommen worden. So ist das passiert hier. Und dann habe ich gesagt, bevor ich mit meiner Fraktion nicht darüber geredet habe, äußere ich mich dazu überhaupt nicht. Das war das, was parlamentarisch vonstatten gegangen ist in den Sitzungen. Das Wort zur Antwort hat die Kollegin Britta Hassel.